Hallo Freunde des Lichts. Diesen Monat in der Low-Cost Prepping-Serie mal was ganz Einfaches, was Banales. Und zwar habe ich gehört, bei Aldi gibt es so günstige Lampen, so kleine Handlampen. Die sind nichts für Outdoor, aber mal sehen, ob ich da welche bekomme für meine Wohnung. Und tatsächlich bin ich fündig geworden hier. Für 3,99 Euro. Gut, okay, ist das nicht das allerbilligste, aber tauglich. Triple A. Ah, okay. Ginge besser, aber das ist, für die Situation ist gut. In Blau, Rot, Schwarz, Silber. Rot ist gut. Rot nehmen wir. 2. Bei Rote. Ja, diesen Monat sind wir also ziemlich schnell fertig mit dem Prepperlager. Das sind diese drei Lampen, die ich jetzt geholt habe. Also ich habe eine einfach nur zusätzlich geholt. Die hier kommt an mein Bett, also ins Nachttischchen. Die hier kommt in Sicherungskasten. Da muss immer eine Lampe liegen normalerweise. Und die habe ich schon geholt für meinen zukünftigen Bug-Out-Bag. Das sollte alles sein, nur nicht zu leichtsinnig, auch wenn ich ein Prepperlager für zu Hause anlege und eigentlich erstmal die Home Defense für mich als primäres Ziel sehe, sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass es unter Umständen wirklich sein kann und zwingend erforderlich ist, das Heim zu verlassen. Genau aus dem Grund werde ich mir in der Folge, wenn das Monatslager komplett voll ist, auch alles abgedeckt ist, alle Bereiche, die ich denke, die ich brauche, werde ich mir auf jeden Fall ein Bug-Out-Bag zulegen, dieses immer bereitstehen haben. Und auf dem Bug-Out-Bag obendrauf wird immer so eine billige Lampe liegen, weil ich brauche sie nicht für Outdoor taugen die nichts. Meiner Meinung nach. Die haben einen Verbrauch von 1 Watt, deswegen 1 Watt LED-Taschenlampe, 69 Gramm Gewicht inklusive Batterien, sie besteht aus Aluminium, wie die üblichen Handlampen sowieso, ist ein kleines Lanyard dabei noch drin. Dann haben die einen Lichtstrom von 80 Lumen. Das ist mir viel zu hell. Das geht ja gar nicht. In der Wohnung mag das noch in Ordnung sein, aber draußen auf gar keinen Fall. Ich mag eher die Lampen mit 1-2 Lumen in dem Bereich. Also 80 Lumen ist viel zu hell. Ist auch nicht reduzierbar, hat nur diese eine Stufe. Einsatzzeit 4 Stunden, 4 Stunden lang Brennzeit. Also wie gesagt, für zu Hause ja. Für draußen würde ich sowas auf gar keinen Fall verwenden. Die hat auch IP20, ja gut, ist okay. Feucht werden darf sie, mehr brauchst du auch nicht in der Wohnung. Aber kurz zur Kalkulation. Wir sind bei einem Kassenstand von 137,70 plus, das ist ganz gut. Ich habe jetzt drei Lampen eingekauft. A 3,99 Euro, das sind 11,97 Euro. Wenn ich die von 100 Euro abziehe, habe ich noch einen Rest von 88,03 Euro. Hier dazu gezählt. Kommen wir auf einen wirklich guten Stand von 225,73 Euro, was wir an Überschuss noch im Prepperkästchen haben. Das ist jetzt 2. Aber keine Bange, das Geld brauchen wir schon noch ein bisschen. Was als Rest muss immer da sein, sowieso. Da sind wir dann auch schon beim Kassensturz angelangt. Da haben wir 2 Rollen, 2 Euro Stücke. Das sind 25 Stück, also 50 Euro. Das sind 50 Euro, haben wir 100. Und eine Rolle, 1 Euro Stücke. Das sind 25 Euro, haben wir 125 Euro schon. 130, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 200, 220. Und hier haben wir noch 5,73 Euro. Die 3 Cent, die habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Die schenke ich mir, die mache ich bei Gelegenheit mal noch rein. Und das passt alles noch prima.
ins Prepperkästchen. Ja, passt noch. Wunderbar. Kalkulation stimmt. Also man sieht hier klar, jetzt wurde schon ein sehr, sehr gutes Lager angelegt. Es wurden schon sehr, sehr viele Bereiche abgedeckt. Und die Finanzen stehen auch akzeptabel, bisher akzeptabel. Geht. War jetzt ein ganz kurzes Video diesmal, weil diese Gelegenheit wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das hat natürlich jetzt meinen Plan, wie ich ihn hatte, im Ablauf, hat es ein bisschen durcheinander gebracht, macht aber nicht. Solche Gelegenheiten sollte man natürlich wahrnehmen. Gut, wenn jetzt jemand das Video später erst sieht, hat er vielleicht nicht die Gelegenheit, bei Aldi zum Beispiel diese Lampen zu kaufen, dann haben sie immer nur sporadisch. Deswegen werde ich auch unten in die Videobeschreibung einen Link reinmachen. Übrigens von sämtlichen Sachen, die linkmäßig erreichbar waren, habe ich unten unter jedem Video die Links reingetan. Ich werde unten auch einen Link rein tun, wo man so billige Lampen für den Hausgebrauch herbekommen kann. Und mal sehen, entweder, was ich nicht so gern habe, die AAA-Batterien dabei oder aber vielleicht finde ich sogar welche mit AA, finde ich persönlich. Warum ist mein persönlicher Geschmack? Finde ich persönlich besser, Doppel-A, vorteilhafter, ganz einfach. Aber für die Triple-A gibt es auch Adapter, wenn man das unbedingt haben möchte. Ist kein Problem. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Für mich war es so ein interessanter Ausbruch aus der Routine, die vorher geplant war. Muss auch mal was nicht Planbares dabei sein. Wir sehen uns.